Ja, hallo und herzlich willkommen. Das nächste Flasche umgefallen. Die Terrasse ist fertig. Zumindest nahezu. Die Natursteinporte fehlt noch, der Rand. Da muss ich mir noch ein paar Steinchen besorgen. Aber die Terrasse ist soweit fertig. Alles mit Douglas hier gemacht. Hier kommt noch die Sommerküche hin. Und da kommt noch ein bisschen, die Wand wird noch etwas höher gezogen und dann wird ein Bord oben drauf gesetzt. Und ja, und die Flaschen habt ihr ja gerade gesehen. Und zwar ist das Douglas hier, naturunbehandelt. Und ich habe mir literweise, oder wir haben hier literweise Bio-Speiseöl drauf gemacht. Unten drunter hatten wir auf den ganzen Unterbau hier, Holzunterbau. Das ist fast komplett mit Leinöl gestrichen, mit Bio-Leinöl. Das ist uns auch ein bisschen teuer gewesen. Auch. Ich hatte das noch da, weil Leinöl wird schnell ranzig. Und da haben wir dann Rapsöl bzw. Sonnenblumenöl genommen. Ja, und warum? Weil wir, ja, wir haben hier unseren Garten, wir haben unsere Pflanzen. Und wenn das abgespült wird und es kommt was runter, dann soll das natürlich auch, ja, biologisch sein und nicht irgendwelches nicht, was weiß ich, ja, konventionelles Öl. Und das ist auch, ich meine, ja, dem Holz macht das jetzt nichts aus, ob das Öl jetzt Rapsöl ist, was nicht bio produziert worden ist, oder ein Speiseöl, was bio produziert worden ist. Auf jeden Fall sollten keine synthetischen Öle drauf, wir wollten nur Naturöl. Leinöl ist ein altes, traditionelles Öl, war uns aber jetzt auch ein bisschen teuer auf die Menge. Also wir haben hier, weiß ich nicht, wie viele Liter drauf gehauen und unten drunter, wir haben alles eingepinselt. Was weiß ich, an die 10 Liter Öl, würde ich bald sagen, sind weggegangen. Aber wenn ich ein normales Öl kaufe, dann sage ich ja zu der ganz normalen konventionellen Landwirtschaft. Ich sage ja zu diesem scheiß Gespritze mit dem ganzen Raps. Ich will das nicht. Ich will halt ja, ein ökologisch erzeugtes Produkt haben und deswegen nehme ich Bio-Speiseöl. Warum soll ich nicht dafür das Holz nehmen und für meinen Garten das, was ich auch selber essen würde? So. Und ich bin natürlich nicht für diese konventionelle Landwirtschaft und die ganze chemische Spritzerei. Ich spritze nicht in meinem Garten. Deswegen habe ich hier einfach ein bisschen mehr tiefer in die Tasche gegriffen. Muss natürlich auch jedes Jahr erneuert werden, ist klar. Aber ich bin etwas billiger gekommen mit diesem teurer gekommen mit diesem Pflanzenöl in Bioqualität. Ja, es gibt auch einen Haufen Holzschutzprodukte, Entschuldigung, nicht Pflanzen, ja, Pflanzenschutzprodukte gibt es auch von chemischen Herstellern. Holzschutzprodukte, irgendwelche Lasuren und ach, ein Dispersionsoffen, selbst mit grünen Umweltengel. So, und jetzt können wir mal hier sehen. Vor Jahren, ne, haben wir das gemacht hier. Blaue Umweltengel, Entschuldigung. Da sieht man das, die Seite, das ist die Wetterseite. Da ist nun trotzdem hier ein bisschen so ein leichter Moosbelag drauf gekommen. Und was aber passiert, diese tolle dispersionsoffene Holzlasur, die ist hier abgeplatzt an mehreren Stellen. So. Und das Zeug, und da ist noch Kunststoffe und also Kunststoffharze drinne. Das ist nicht alles nur reine Natur. Und diese ganzen Fetzen, die fliegen natürlich herum und die habe ich alle im Garten. Ne? Und ja, und der Schuppen ist jetzt, also das ist, haben wir den gebaut, 15 Jahre so. Ja, und seit 15 Jahren mache ich halt sowas nicht mehr. Da will ich das nicht mehr. Also habe ich irgendwann mal damit aufgehört. Das habe ich nun immer drauf. Und jetzt verflüchtigt sich das und wir haben das im Garten. Ich meine, man muss natürlich auch mal erstmal auf die Ideen kommen oder man muss das irgendwie mitkriegen. Dann haben wir mal ein anderes Mittel genommen, das zum Beispiel, das waren Balken. Die waren als Grundbalken gepflegt für Fußboden. Die sind mit diesem Bicarbolin oder Carbibol gepinselt und da gibt es auch zwei verschiedene Sorten auf Pflanzenölbasis. Einmal mit Umweltengel, einmal ohne. Ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das genau das war. Aber ist auch nicht hundertprozentig bio. Ich würde es nicht mehr machen. Es sieht zwar gut aus, wenn es dunkel ist. Ich müsste es jetzt nachstreichen, aber ich kann es auch einfach so lassen. Ich meine, Douglas, wenn ich die regelmäßig öle, man sieht das, dann ist die halt so ein schön, ja, hat so einen rötlichen Stich. Ups, kann man sich halt hier gucken. Ansonsten, die wird grau. Damit muss ich einfach rechnen. Das ist Holz, wird nun mal grau, das ist die natürliche Farbe. Hier. Da, dieses Grau, oder war mal so richtig schönes, ach, die Kinderspielhütte, da sieht man es.
Die ist noch nie gepinselt worden. Und die ist jetzt fast 30 Jahre alt. Und die fällt nicht zusammen. Das ist einfach nur ein Holzgrau. Was passiert, dass das Holz im Laufe der Zeit... Ja, im Laufe der Zeit wird das Holz dann so, wird praktisch das, wie sagen wir immer, das trocknet aus, aber das ist kein Austrocknen oder so. Das Holz tut im Laufe der Zeit oxidieren. Das ist eine kalte Oxidation, kann ich nochmal später drauf zurückkommen. Ja, und hier haben wir den alten Tischplatte, die habe ich bei eBay Kleinanzeigen gekriegt. Das war ein Ikea-Tisch, der war total versaut. Nochmal neu geschliffen, komplett geschliffen. Und teilweise abgehobelt und mit Walnussöl. Walnussöl fettet nicht so schön, wenn es fettet nicht mehr rück, wenn das eben mal eingedrungen ist. Ja, mal mit richtigen Speise Walnussöl gepinselt, gestrichen. Ja, und das war halt jetzt mal die fertige Terrasse. Die wollte ich einfach mal zeigen, weil ich hatte das ja gezeigt, wie ich den Unterbau gemacht habe. Wir haben hier die längsten Längen, sind 4 Meter. Und die längste Länge von hier bis dahinter, das sind 6 Meter. Und hier hinten werde ich noch ein Geländer anbauen mit 3 Erdstäben oder Erdhülsen, weil meine Eltern auch mal hier hochkommen wollen. Hier kommt ein Tisch hin. Wir haben hier möglichst versucht, keine Ecken zu lassen, alles schön rund gestaltet. Ja, und hier kommt, das ist Freiburger Kalkstein. Und hier habe ich mir mal Steine mitgebracht von der Schwäbischen Alb. Das ist ein Käuber und das ist der Muschelkalk aus Freiburg. Ich werde noch ein paar Steine sammeln und dann kommt hier rundherum so eine Steinkante hin, damit die Erde von dem unter den Tujas hier nicht reinspült im Regen. Jo, das war es mal hier von mir, von meiner Terrasse, die jetzt soweit fertig ist. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Jo, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne stellen. Wie gesagt, ich hatte es schon erwähnt gehabt. 300 Euro hat das Holz gekostet, 100 Euro die Schrauben, Unterbau, alles recycelt. Und selbst hier dieser Oberbau. Ja, ist auch zu 90% alles recycelte Hölzer, die schon woanders mal verbaut waren. Die Dachsporn, diese Hölzer, lediglich hier oben deckt direkt die Dacheindeckung. Da ist nochmal ein bisschen Rauschbund für 7 Euro, 8 Euro der Quadratmeter draufgekommen. Das war's. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.